Haben wir ein Aluminium-Ohr. Aluminium. Kies. Erstmal den ganzen Gravel hier unterbringen und Sand. Damit wir nachher sehen, was wir haben. Ne? Ich hab schon wieder... Oh ne, Marble. Sand ist dahin. Kuppel. Das ist aber auch hier so weg mit dich. So, jetzt kann ich auch mal was sehen hier. Pflasterstein. Das ist alles Pflasterstein. Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. Kies. Sag mal, hast du Säcke vor der Tür? Warum habe ich eigentlich auf Deutsch? Wie widerlich ist das denn? Deutsch. Deutsch. So, ich habe mir mal hingelegt, ne? Ich habe auf Deutsch gestellt. Ja, wo ist das Problem? Weil du gesagt hattest... Text, Schrift, alles scheiße auf Deutsch. Genau. So, haben wir denn jetzt genug? Nein. Also ich gehe jetzt spontan ein bisschen Clay abbauen. Wir haben uns übrigens auch immer noch nicht darauf geeinigt, wo wir denn jetzt gleich die Schmelzanlage bauen. Ach, zur Not bauen wir sie unter Wasser. Was? Ja, einfach weil wir es können. Clay, 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 Clay. Ein Shit gibt ihr von sich. Clay, 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 Clay. Ich sag auch nicht immer was, wenn du nur Scheiße laberst. Ist das von High School High? Reich mir mal den Shit rüber. Wo die Mutter dann ins Gewürzregal greift, beziehungsweise der Sohn ins Gewürzregal greift und so ein Salzstreuer oder so, also so ein Streuer halt, wo Shit draufsteht. Oh Mann. Reich mir mal den Shit rüber. Aber das ist ein guter Marketingartikel, ich glaube, ich mach sowas. Ich glaube, das war High School High. Wir vertreiben das jetzt. Was? Shit? Salzstreuer, wo draufsteht Shit. Das ist eine ganz neue Marketingidee. Reich mir mal den Shit rüber. Die gibt's dann auch so in Butterverpackung, weißt du, so. Achso. Aluminiumpapier. Aluminiumpapier? Das heißt, Shit zum Frühstück, Shit zum Mittagessen und Shit am Abend. Staniolpapier. Nö, Aluminium. Staniol. Aluminium. Ich kann nichts dafür. Minion. Aluminium, Alufolie sagen ja alle irgendwie, aber es heißt Staniolpapier. Aluminium. 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 Oh, was juckt mich mein Auge? Oh, mein Auge. Ah. Es fällt raus, es fällt raus. Ah, oh, mein Auge. Aua, mein Auge. Ich hab meinen Augapfel in der Hand. Ich werf mal ein Auge auf dich, Baby. Holst du raus? Schenk mir mal dein Ohr. Hat dann schon wieder was von Zor hier. So. Kannst du auf jeden Fall nicht machen, wenn du Lepra krank bist. Dann ist das irgendwie ein bisschen fail. Ich werf mal ein Auge auf dich. Panne, 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 Panne. Was sieht aus wie Brausetablette? Lepra-Kranker im Schwimmbad. Oh nein, man sollte sich nicht über solche Leute lustig machen. Man sollte sich nicht über kranke Leute lustig machen. Ja toll, dann darf man sich ja auch nicht über mich lustig machen. Denn du bist auf deine ganz besondere Art und Weise krank. Ich bin der Onkel Thora. Du bist ganz besonders. Ich bin der Onkel Thora. Der Thora ist was ganz Besonderes. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. So fröhlich, so fröhlich. Ich bin ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war ich nie. Ich war schon immer fröhlich. So, fröhlich. Wie viele Clays haben wir denn jetzt? Ich habe jetzt ein paar Stacks, aber ich hole noch ein bisschen was. Also ich hab viereinhalb. Ja, gute zwei habe ich. So, aller wirklich viel ist hier. Geh mit was baust du Clay ab? Mit der Schaufel. Macht Sinn. Mit der Hand? Bestimmt nicht mit der Handkante. Ist zwar nur Matsch, aber... Nein, da war doch falsch, da war falsch. Falsch, ist auch schon falsch, ein Item, was falsch. Es ewig gibt in Minnekraft. Nee. Doch, ziemlich... Was ist denn das hier? Das ist der Meteoroid, den ich dir gestern zeigen wollte, auf den du nicht reagiert hast, wo ich dir gesagt habe, ey, guck mal, Dora, da ist ein Meteoroid eingeschlagen. Weil das ist Meteoroid, was diese komischen schwarzen Blöcke da. Kann man das also abbauen? Dann? Und da unten ist Dia. Hast du das schon gesehen? Man kann es nur weghauen, aber nicht abbauen. So. Das ist ja Mist. Boah, wie alles hier kaputt ist, alles verbrannt. Also hier ist ein Meteor eingeschlagen, sagst du.
Ja, sieht so aus, ne? Das ist ein Meteoroid, diese komischen schwarzen Dinger da. Okay, also wie viel Sex hast du nur? Ich habe jetzt 5,5. 2. Das ist wow. Ja geil. Wird ja immer mehr bei dir. Dann müssen wir das ja, müssen wir das ja auch mal irgendwann hier heile machen wieder, ne? Ey, so viel Clay brauchen wir doch gar nicht, oder? Je mehr wir haben, desto besser. Aber ich gehe mal wieder nach Hause. Jo, ich baue noch ein bisschen ab. Bis take meine Schaufel kaputt home. Ist. Country roads. Take me home to the place I belong. West Virginia. Lassen wir das. Und wisst ihr, was ich schon wieder vergessen habe? Ich habe schon wieder vergessen, mir eine Kippe vorher zu drehen. Vor Aufnahmebeginn. Ja, der wird hier noch zum Nichtraucher. Irgendwie schon. Ne, nicht zwingend, sondern ich werde zum in der Aufnahme Zigarettendreher. Ne, du wirst einfach nur dich. Du rauchst einfach nur so viel, weil ich dir so auf den Sack gehe. Ja, das sowieso. Ich sauf auf jeden Fall mehr, weil du jetzt wieder da bist. Das haben wir ja schon festgestellt. Wo er nämlich im Urlaub war, wo er im Urlaub war, da habe ich die ganze Woche, wo er weg war, habe ich nicht einen Tropfen Alkohol angepackt. Komm, bin ich wieder da. Dann, und ich war glücklich. Ach, das geht bei dir auch ohne. Und jetzt ist er wieder da und das Erste, was ich mir geholt habe, war ein Kasten Bier. Total geil. So, also wir brauchen... Ich habe schlechte Einflüsse auf dich, ich merke schon. Ja, hast du. Seared Bricks brauchen wir. Da brauchen wir hier dieses Seared Bricks. Das bedeutet, wir müssen Groot oder Grout. Oder ja, lass mich das mal machen. Ich kann das den Leuten dann ein bisschen größer zeigen. So, da seht ihr, Freunde. Dafür brauchen wir Sand, Clay und Gravel. Genau. Und ich habe Clay und Sand und Gravel habe ich auch irgendwo gehabt. Gut, dann bitteschön, da ist eine Crafting Table. In welcher Reihenfolge müssen die rein? Lass mich das machen. Damit ja, die Leute das auch besser sehen. Mimimi, Rezept-Mode. Richtig. Crowd brauchen wir, ne? Grout. Okay, also einmal den Clay darin und dann den Sand und den Kies. Okay, alles klar. Ja, aber nicht einmal, sondern wir brauchen mehr davon, ne? Also nehme ich diesen 8er Crowd-Block, oder? Was, 8er? Einzelner ja, Crowd? Geh mal auf Crowd, auf den Rezept-Mode und dann guck dir das unten an. Da kriegst du 8 raus, wenn ich das so mache. Crowd. Recipe. 8. Dann brauche ich aber Lehmblöcke. Ja, eben. Ja, kann ich doch machen. Wo ist dein Problem? Ja, aber 4 Clay zusammen, ein Lehmblock. Okay. Geht dann ein bisschen schneller. Ja, jetzt wäre natürlich eine Automatic Crafting Table wäre jetzt toll, ne? Aber gibt's ja leider hier nicht. Nee, da sind wir leider ein bisschen verwöhnt. So, also das war jetzt hier Lehm oben links. Ja, dann Mitte und unten links. Also Mitte links und unten links kommt Gravel. Oben rechts kommt Gravel und unten rechts kommt Gravel. Und der Rest Sand. Warte, Mitte links und Mitte unten links und unten oben links. Rechts. Mitte links, unten links, oben rechts, unten rechts. Ah, okay, und der Rest ist Sand, ja? Richtig. Das Sand sieht so wie so ein halbes Kreuz aus. Ah ja, okay, alles klar. Hab er dir schnallt. Gut. Boah, auf jeden Fall noch ein bisschen Kies. Wenn wir noch. Also in der Truhe ist, glaube ich, noch ein bisschen was drin. Ich kann dir aber zuschmeißen hier. Jo. Hallo? So schmeißt man ganze Stacks. Und also Crowd habe ich jetzt 40. Wie viel brauchen wir davon? Genug, ne? Verklopp alles. Okay, alles klar. So, dann hast du hier nochmal ein bisschen Clay und nochmal ein bisschen Sand. Und jetzt hast du alles, was ich hatte. Okay, wunderbar. Für die Herstellung von Crowd. Perfectly. Perfectly. This is perfection. Und ich nutze den Augenblick. Er dreht sich wieder eine Kippe, ja. Weil er es vorher nicht gemacht hat, ey. Ja, ich könnte ja jetzt mal, cool wäre natürlich, wenn ich jetzt so ein Video einblenden könnte. Ja, cool wäre es, wenn du jetzt einfach eine Webcam hättest und das... Wie ich die Zigarette drehe im Stream. Also ich habe jetzt 3,5 Stacks Crowd, meinst du, es reicht? Ja, die darfst du nämlich jetzt alle in den Ofen schmeißen. Ja, stimmt, die müssen alle burnen. Ja, burning down the house. Du hast den mittleren Ofen auch wieder geleert, das ist gut. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe geleert, ja. Crowd. So, und wenn wir das dann haben, dann können wir dann erstmal hier den Zigarettenpapier anlecken.
Hm. Ja. Wenn wir das dann haben, dann können wir die Seared Bricks brennen, beziehungsweise die haben wir dann. Genau, die haben wir dann. Wo ist eigentlich mein Feuerzeug hin? Nein! Wo ist mein Feuerzeug? Er hat sein Feuer verlegt. Ich hab's. Es ist nur runtergefallen. Oh, diese Panik, die dann aufkommt. Und nein, mein Feuer. Feuerzeug! Ich muss auch was futtern hier. Ich gehe hier. So. Tabak im Mund. So, haben wir den eigentlich hier für dieses. Für dieses Kupfer? Nicht wundern, die Textur hat sich hier ein bisschen geändert. Das heißt, ich habe jetzt oben einfach, kann ich da durchschauen, durch die Scheibe auch. So, ist keine Gitterstruktur mehr da. Ziehen. Tin-Ohre. Okay, muss halt bedenken. Ich hol die mal raus, ne? Ein Stack Clay gibt zwei Stacks Seared Bricks, ne? Ja, ja. Das Problem ist einfach nur, dass wir kein Gravel mehr haben, sonst würde ich ja noch mehr Crowd machen. Aber mal abwarten, Tee trinken. Ich denke, so viel werden wir nicht brauchen. Ich hoffe's. Aber wir brauchen sehr viel von dem Seared Bricks. Wie viele brauchen wir davon? Ja, viele halt. Weil checken wir müssen die Lage. Brickstones müssen wir noch herstellen und ich weiß nicht, du kannst ja nochmal nach Gravel suchen. Also wir brauchen auf jeden Fall. Aber lass mal kurz hinlegen, es wird dunkel. Ja, das ist doch egal, wir sind doch im Haus. Ja, trotzdem. Das ist doch egal, wir sind doch im Haus hier. Mimi. Das Einzige, was mich wach hält, ist ein Glas Cola, ey. Das ist auch ein bisschen spartanisch. Ich brauche unbedingt hier jetzt eine Kaffeemaschine. Hast du keine Kaffeemaschine? Ich habe schon eine, aber nicht hier. Ach so. Also ich brauche unbedingt hier drin mal eine Padmaschine oder so, dass ich mir einfach mal eben so in der Aufnahme ein Cappuccino rauslassen kann oder so. Senseo einfach auf dem Schreibtisch. Genau, sowas. Du wirst lachen, das hatte ich eine Zeit lang sogar. Sowas brauche ich. Ich hole die Seared Bricks immer raus, ne? So, du kannst mir die Seared Dinger schon mal geben, bitte. Dann mache ich daraus nämlich schon mal Bricks. Warte mal, wie kann ich die nochmal alle rausschmeißen? Wie war STG das? Gedrückt halten und Q. Natürlich mit dem, genau. Bitte schön. Danke. Dann werde ich nämlich jetzt hier schon mal in der Zwischenzeit schon mal hier Seared Bricks bauen. Alter, warum geht denn das nicht? Hallo, alle verteilen die bitte. Seared Bricks hast du doch jetzt. Ja. Du musst da draußen noch Seared Bricks Stone machen. Ja. Und daraus können wir dann den Mist herstellen. Hä? Was gab das denn? Ach so, jetzt wenn ich das erste Mal hier ein Seared Brick herstelle, kriege ich ein Buch, wo drin steht, wie das funktioniert. Das ist ja geil. Zeig mal her, ich will das Buch mal zeigen. Eine Bauanleitung. Das ist ja Hammer. Werf mal her, das Ding. Ich zeig das mal eben. Weil ich jetzt Seared Bricks hergestellt habe, habe ich das bekommen. Jo, schön mit Introduction, Casting und so ein Zeug. Was man alles so braucht hier, die Smeltery Controller, die Tanks, die Seared Bricks, any combination of bla bla, das braucht man nachher alles, diese Crafting Tables. Dann können wir uns hier eben diese Schmelze bauen, die hier im Bild ist. Genau, und die wollen wir dann bauen. Eben auch Bronze, Aluminium und Alumit und so ein Zeug machen. Wir können das hier eben dann so schmelzen lassen mit dem Grout. Und dann machen wir Seared Bricks da draus und dann Seared Bricks Stone. Und dann den Controller und dann den Drain und dann eben die Tanks und die Seared Glass Teile. Der Mike macht das. Ist ja gerade da, busy mit. So. Und jetzt habe ich schon wieder ein Buch bekommen. Nö, ja, das habe ich dir zugeworfen. Okay, dann. Fühl dich nicht wichtig. Ich finde es aber geil mit diesem Buch. Das ist wirklich eine coole Idee. Hinter dir liegen noch ein paar Seared Bricks. Hier ist übrigens die Anleitung für das, was wir brauchen. 9 Seared Bricks. Das steht für alles drin, auch für diese Controller und das Zeug. So, Smeltery wir Controller. Brauchen das Fouquet, keine Ahnung, Fouquet. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Fouquet. Da, da und da. Es klingt irgendwie falsch. Fouquet. Fouquet. Ja, es klingt irgendwie falsch ausgesprochen. VC. Oh man, what a man, what a man, what a man. So, dann haben wir da ja eigentlich jetzt schon genug. So. Dann brauchen wir Seared Glass. Boah, dafür musst du dir Glas holen. Wir brauchen Bricks, brauchen wir richtig viele. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall Gravel. Also Clay haben wir genug, wir brauchen Gravel.
Und Sand. Sand habe ich noch, aber Gravel brauchen wir halt. Ja, dann. Ich gehe mal nach Gravel suchen. Haben wir noch irgendwo Schaufeln? Wobei, das müsste eigentlich reichen, was wir hier haben. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Hör auf, dir immer Sachen einzureden, die eh nicht zutreffen. Wie viele mache ich denn davon? 10 Stück erstmal oder so? Keine Ahnung, ne? Von was? Ja, von diesen... Tanks. Tank-Dingern. Dann können wir wahrscheinlich gleich auch noch Glas einschmelzen. Keine Ahnung, mach genug, dass wir voll tanken können. Tank. Warum der hier auch nicht weiterzählt, verstehe ich nicht. Der macht einmal und dann wartet. Eine Runde und dann ist Ende. Blöd, ich habe jetzt keine Fackeln hier. Mhm. Aber ich habe noch ein bisschen Gravel gefunden in der Nähe von... Oh, das ist toll. Sieben Stück habe ich vom Seared Glass. Ich weiß nicht, hat so ein bisschen Country-Feeling, ne? Oh, verdammt, ich glaube, ich habe das Falsche gebaut. Oh, verdammt. Oh, no, Mike. Ich brauche nämlich nicht Seared Glass, ich brauche Seared Window. Schön. Aber gut, kannst dann mache ich... Kannst du Seared Glass, nicht Seared Window machen? Dann mache ich erstmal einen Seared Tank, weil davon brauchen wir einen einzigen. Dafür brauche ich aber erstmal wieder Brixe. Da brauche ich die Brixe. Wie gesagt, ich habe hier eine ganz fette Gravelader gefunden. Gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jawohl, Granny. Ja. Also, ein Glas in der Mitte, die Seared Blocks einmal drumherum und schon habe ich einen Seared Tank. Da können wir dann Lava nachher einfüllen. Also, Freunde, ne, unsere Abonnentenzahl steigt momentan ein bisschen. Das finde ich ganz cool. Das heißt, wenn ihr uns gut findet, empfehlt uns auch weiter, weil irgendwie kriegen wir kein Publikum. Ja, irgendwie. Also, es ist ja nicht so, dass unsere Videos schlecht sind. Aber das Problem, das haben wir natürlich selbst toll. Ich bin natürlich arrogant. Also, unsere Videos sind geil, ja. Also, guckt mal, dass ein paar Leute uns zugucken. Empfiehlt uns weiter, wenn ihr uns gut findet, ja. Wäre ich sehr glücklich. Wir brauchen noch einen Smeltery Controller. Okay, der ist dann einmal nur im Preis. Boah, ich habe jetzt schon wieder 2,5 Stacks Gravier. Smeltery Drain, sehr gut. Das werden wir dann mal bauen. Und zwar einmal so. Hast du gehört? 2,5 Stacks Gravier habe ich gerade auf einen Schlag gefunden. Ja, schön. Und das andere war so. So, jetzt haben wir schon Smeltery Drain und Smeltery Controller. Die Bricks haben wir. Jetzt muss ich nur... Du hast doch noch Sand, ne? Ja, Sand habe ich noch ein bisschen. Viel ist das nicht. Also wenn du noch welchen holen kannst, ist kein Mist. Ich glaube, in der Kiste müsste noch Sand sein. Denn wir brauchen noch ein bisschen Glas. Und ich glaube, das wird nicht reichen, was ich da habe an Glas. Das bedeutet, ich werde mal hier die... Grouts ich hoffe, Hexet rausholen. Läuft auf meiner neuen Grafikkarte dann besser. Und schmeiß sie da rein, denn dann kann ich die Kohle hier nutzen und kann da Glas bringen. Der Mike kriegt dann meine alte Grafikkarte. Was will ich denn damit? Kaufst dir ein neues Board und packst die Dinger in... In Cross-Mode. Fire in Cross-Mode, jo. Also ich kann noch ein bisschen Cloud machen. Soll ich da mal... Ich mach mal noch ein bisschen, oder? Wir brauchen eigentlich nichts mehr, wir haben genug. Sagst du jetzt? Wenn das jetzt da weg ist, reicht das, ja. Behaupte ich jetzt mal. Ich mach trotzdem mal noch ein bisschen, komm. La. Jetzt brauche ich nicht mehr geizen, ich habe gerade genug Kies geholt. So, das war doch so. Oder bin ich da jetzt... Kann ich schon mal 8 Stück machen? Aber hab nicht genug Glas. Fail. Immer noch nicht genug Glas. Kann das nicht schneller brennen? Das Glas... So, hier ist nochmal ein bisschen... Wir brauchen einfach mal ein bisschen mehr Öfen. Wir könnten da oben doch noch eine Reihe Öfen hinmachen, oder? Drüber? Ja. Ich meine, wir haben ja genug Kabel. Ja, so also, ist ja nicht. Kommel brauchen wir noch ein paar Öfen. Kabel sollte nicht das Problem sein. Wir könnten eigentlich da noch 6 Öfen hinmachen. Mal lass mal 9 Stück da hinmachen. Das brauchen wir ja ewig. Jim, da, warum geht denn die weiter? Ja, nochmal neu ansetzen. Das ist ja ein bisschen doof. So, 6 Stück, sagst du. Dann sollst du 6 bekommen. Hatte ich jetzt mal so. Bang, 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 bang. Jo, dann geht das hier nämlich alles mal einen Tick schneller. Mal die Hälfte Crowd hier raus, die Hälfte Crowd hier raus und dann ein bisschen Kohle her. So, und dann da mal 30 Crowd und Kohle drin. Und da mal 30 Crowd und Kohle drin. Hä? Geht nicht. Ofenput. Wie Ofenput? Oh, ich hab Disconnect. Echt? Du bist rausgeflogen? Ja, kick mich mal bitte. Klar.
Warum hattest du jetzt Disconnect? Jo, du hattest mir das im Spiel geworfen. Keine Ahnung, ich war hier wieder. Hallo. Ich war hier mit dem Ofen am Arbeiten und ach so, gut, da hast du jetzt. Jo, da habe ich jetzt einfach mal Crowd reingesetzt. Aber Kohle ist. Ach so, dann ist meine Kohle trotzdem da drin. Jo, deine Kohle ist da drin, ja. Du Penner. Ich brauchte nämlich Glas. Alter, wo ist mein Glas? Ich brauche das Glas. Warum nimmst du mein Glas raus?